Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen oder letzte Woche besser gesagt hier eine Nahrungsversorgung aufgebaut, die einigermaßen läuft, wie es scheint. Schön verschaut es aktuell relativ gut mit dem aktuellen Lagerstand von Nahrung aus, was natürlich wiederum sehr, sehr geil ist. Sehr, sehr geil. So. Die Kupfermine läuft auch noch, weil die jetzt aktuell ein bisschen, finde ich, Stau hat. Die müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen erweitern, aber aktuell scheint sie noch ganz gut zu laufen. Deswegen denke ich, dass es noch nicht unbedingt notwendig ist, diese zu erweitern. Aber ja, das ist halt wieder so eine eigene Sache. Dementsprechend müsste man hier noch eins hinsetzen und dann teilt man dementsprechend die Führungen hier aus. Und natürlich unten auch alles. Aber wir stehen relativ gut, denke ich, mittlerweile da. Hier unten blinkt es aber schön farbig, weil wir haben hier neue Wartungsdepots. Die haben wir ja schon gebaut. Hier, die hier. Was haben wir hier jetzt drin? Eine Biogasanlage. Das ist natürlich was Geiles. Schöne Kartoffeln nehmen, in Brenngas umwandeln und Kompost. Und Kompost kannst du wiederum wenden, um Dünger herzustellen. Und hier hättest du aus Brenngas und Sauerstoff kannst du Diesel herstellen und Kohlendioxid. Ist das natürlich für uns doch eine ganz interessante Art. Das ist ein Luftteil in dem Fall. Na, da kann ich Schwefel hernehmen, um Gummi herzustellen. Da produziere ich wiederum kein Abwasser. Hier schon. Obwohl mir Abwasser relativ scheißegal ist. Ich will das Schiff aber rein theoretisch noch gut herrichten, deswegen, weil ja hier und da noch Sachen fehlen, tun wir schnell noch eine Rohrleitung Stufe 2 errichten. Zack. Zack, direkt angeschlossen. Und natürlich die direkt auch verbessern. Weil es ist und bleibt natürlich ein Heavy Tank. So. Jetzt pumpt er das Zeug hier unten durch. Und füllt hoffentlich gleich mal den Schiffstank auf. Was mein Plan hier jetzt gerade ist, ist zwei kleine Bagger. Und nochmal 5 LKWs oder so. So, der sollte jetzt nicht gleich voll sein, hoffe ich mal. Ja. Ja, das schaut gut aus, das schaut gut aus, ja. Und jetzt können wir endlich mal auf der Karte uns ein Gebiet zum Erkunden auswählen. Und dann düst unser Schiffchen hier der AD. Und davor steht jetzt das Gebiet. Und jetzt merkt man schon, aha. Es scheint mir zu stocken. Jetzt sagen wir ihm auch mal hier, Scher, tu mal lernen, wenn das so bei der Zahl ist oder sowas. Dass langsam hier mal das Kippgut weniger wird. Klar, aktuell schaut es noch alles, ja, fein aus sozusagen. Aber ich hätte gerne, dass einfach der Tank einigermaßen leer ist. Wenn wir hier noch arbeiten. Unsere Eisenmine schaut aktuell auch ganz gut aus. Das sind noch die Crackling-Dinger und dass das alles da ist und hin und her. So. Die Kohlemine läuft natürlich auch gut voran. Ach, schon hat es gefunden. Nicht genug Kraftstoff, das kann er noch erkunden. Lassen wir erstmal die nahe Umgebung untersuchen. Das kann man, wir werden das auf Pause stellen. Ich glaube, aktuell brauchen wir nichts. Da haben wir uns aber gut schon durchgebuddelt. Also echt schon gar nicht schlecht. Wie schaut es mit dem Mining aus? Bis da vorne haben wir ihm angesagt. Wir meinen noch bis hierher alles raus. Lassen wir uns die Mine zergraben.
Das Sandlager scheint mittlerweile auch voll zu sein, ja. Wir sind mit Beton relativ voll. Wir bauen gerade wenig mit Beton und so Zeugs. Dann kümmern wir uns auch mal darum, dass wir mit Beton ein bisschen arbeiten. Und tun hier den Abhang noch sichern. Dass da nie was passieren kann in Zukunft. So. Dann machen wir das jetzt so. Stützmauer-Ecke. So. Und dann sollten wir ein bisschen Beton auch verbrauchen. So. Dann haben wir hier das neue Gebietchen. Abgeschottet. Wir können es uns ja leisten. Das ist der Vorteil. Wir können es uns halt echt leisten. So. Jetzt sind natürlich dementsprechend die Lager leer und dementsprechend wird jetzt hier auch produziert und der Sand wieder benötigt, dann sind die Lager langsam wieder leer und alles. Dann sollte es hoffentlich passen. Okay, jetzt brauchen wir hier oben nicht noch den Bergbaukommandoturm. Ich wollte ihn drehen. Einfach mal hier schnell hinstellen, weil die dürfen sich jetzt darum kümmern, dass hier hinten genug Platz ist für die Verarbeitung. Und alles so. Und mein Handy pfeift schon die ganze Zeit schon wieder. Auch nicht schlecht. So, was können wir denn aktuell noch tauschen? Zum Holz wieder gegen ein bisschen Metalle tauschen. Weil ich glaube, von denen hier sind wir eh noch relativ gut behandelt. Kohle können wir rein theoretisch gegen Diesel tauschen, aber Diesel stehen wir auch ganz gut da. Halt wie gesagt aktuell noch, du weißt nicht, was passiert. Wie die Lagersituation sich rein theoretisch entwickeln kann. Ich bleib da aktuell mal kritisch. Und tu deswegen hier nochmal das Lager ein bisschen vergrößern. Den mittleren erwische ich jetzt nicht, scheiße. Den mittleren erwische ich nicht, wo war der? Wo war der hier nochmal? Zack. Weg mit dem nochmal. Dann machen wir da halt nur einen hin. Mal schauen, wie er das gebaut hat. Das ist ja richtig dumm. Schaut jetzt dumm aus, aber fürs Erste haben wir hier halt genug Lagerflächen noch, ne? Ich denke halt, Lager ist jetzt in dem Fall auch nicht doof. Unser Schiff ist zurück, okay. Was haben wir hier? Eine Ölbohrinsel. Da beginnen wir doch auf jeden Fall schon mal. Weil mit einer Ölbohrinsel können wir uns zukünftig Öl liefern lassen.
Was natürlich grandios ist. Lieferungen sind natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Wie schaut es hier mit unserer Schüttung aus? Ja, aktuell nicht so besonders. Jetzt schütten sie aktuell hier auf, weil sie es natürlich toll finden, dass es mitten in ein Gebiet gibt. Aber sie wissen ja nicht, für was es passiert ist. So. Wir müssen jetzt eh hier noch vorschreiben, was passieren soll. Aber ich habe hier ganz bestimmte Vorstellungen, wie das Ganze abgegraben wird, weil es wird eine relativ große Minenaufgabe. Und bis die durch ist, dauert das eh wieder. Aber scheiß drauf. Ich will, dass die Ecke komplett weg ist. Ich brauche mindestens 2 Bagger, 4 LKWs oder sowas. Das wird jetzt das brutalste Verfahren, was wir seit langem haben. Ich tue nochmal ein paar herstellen. Wir brauchen in Zukunft auch mal hier oben eine Tankstelle oder sowas. Einfach um das zu perfektionieren. Jetzt sollen die anfangen, hier die Ecken abzugraben, alles zu verschütten und so Zeugs. Schiff hat keinen Befehl mehr. Erkunde mal. So, der nächste Bagger. Ja, okay, die hat jetzt Gestein hier drin. Wie schaut's hier aus? Hier fehlen Maschinenteile. Die werden jetzt so nachproduziert, aber wir tun halt jetzt auch massiv Anfragen gerade. Muss ich sagen, jetzt mal dem Kohlebagger. Schicken einen mit 2 Dingern hier hin. Dass der sich wieder hier um seine Mine kümmern kann. Weil am Ende ist natürlich der Vorteil, wir können es am Ende rein theoretisch wieder aufschütten komplett. Dann machen wir einen neuen Eingang und dann schütten wir hier wieder zu mit Müll, den wir finden. Vorteilhaft natürlich für solche Großprojekte, wie jetzt hier passieren, dass wir einen Berg abtragen anfangen. Einfach weil ich jetzt hier eine schöne Linie haben will und hier hinten rein theoretisch noch einen Weg haben möchte. Also ich würde auch gerne hier noch ein bisschen abtragen anfangen. Hier einen Weg rauf und dann noch rüber. Also wirklich alles genau machen. Ah, schau mal, was passiert. Bereich editieren. Ich könnte den eh direkt den kompletten Bereich in Auftrag geben. Und der Bagger baggert sich hier durch. Aber ist halt alles noch Kohle, ne? Das ist alles noch ein Kohlegebiet. Na, das Kupfer ist auch noch. Alter, das, schau dir, wie viel Kupfer hier ist an. So. Erkunde das mal bitte, weil wir brauchen das alles. Alter, es kann natürlich jetzt Ewigkeiten dauern, bis sie den Berg abgegraben haben. Die komplette Höhe. Puh, ich kann mir das gut vorstellen, dass das Wochen, Monate dauert. Deswegen, ich denke, dass wir hier wirklich eine massive Truppe an LKWs auch brauchen und alles drum und dran. Obwohl, was wir auch machen können, ist versuchen, hier einen kleinen Hafen hinzubauen, ne? Wir sind hier plus 6.
Plus 5. Dann bringen wir das hier so runter. Oh, da war ein Schiff. Da war ein Militärschiffchen, okay. Gut zu wissen. Weil das kann natürlich einem auch hier passieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das hinkriegen, weil das wäre natürlich jetzt so. Wir bauen mal einen Hafen, ne? Auf Wiedersehen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Wir müssen ja natürlich alles auch aufschütten. Wir verkaufen wieder ein bisschen. Wir stellen jetzt bei denen einfach ein, dass der alte Eisenschrott die Priorität erhält. Na, LKW-Export aus, bitte. Und dann wird hier weniger produziert davon, dann haben wir rein theoretisch mit dem Lager kein Problem. So, schauen wir mal. Bagger und Bagger kämpfen sich jetzt hier durch. Schauen wir mal, wie schlimm das jetzt wird. Bin dafür, dass die Harvester aktuell nur einen aktuell brauchen. Schauen wir, wie gut sie vorankommen, weil sie müssen sich halt echt durch viel Berg jetzt kämpfen. Gut, Leute, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Schauen wir mal, was wir machen können. Aber wir werden wahrscheinlich die Kupfermine bald mal erweitern müssen auch. Es passiert ja relativ viel. Die Eisenmine hat mittlerweile ihre Ebene angefangen zu graben. Die Kohlemine ist mittlerweile auch relativ groß geworden. Und wir müssen einfach gucken, was wir langsam alles anfangen zu machen. Denn wir müssen irgendwann Öl importieren von unseren Inseln. Und das wird fix so passieren. Die Frage ist, was wir da tun werden. Beziehungsweise, ob wir anfangen werden, eine Kartoffelproduktion nur für Biogas und Kompost herzustellen. Alles werden wir alles sehen in der nächsten Folge. Ihr habt es gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.